Ach, ist das wieder schön hier. Die Sonne scheint an der Achtuber. Wir haben es hier entspannte 28 Grad. Ah, und erstmal schön hier ein bisschen angeln. Ja, so muss das sein. Schön entspanntes Wetter hier an der Achtuber. Oh, das geübte Auge. Natürlich klar zu erkennen, wo wir hier sind. Bei den Seerosen. Schön an der Achtuber, an diesem Tümpel. Und haben hier ausgeworfen in Richtung 4 Meter Loch. So, gerade rausgeballert. Ich stehe hier schon seit den frühen Morgenstunden und bastel mir so das Setup zusammen. Denn im Idealfall geht es hier auf Silberkarpfen, Marmorkarpfen, weiße Amure. Gucken wir mal. Alles mächtig dicke Klopper. Und ich würde sagen, komplett die Fische, die irgendwie interessanter sind als diese normalen Karpfen. Also ich muss echt gestehen, mit den normalen Karpfen, da hat es mich irgendwie nicht so. Es ist zwar ganz nett und immer mal wieder, aber so ein Amur oder so, der ballert da auch ganz anders rein. Das ist auch mal ein bisschen am Limit angeln. Das macht halt Bock. Und ich stand hier vor ein paar Tagen schon, hab einfach mal hier vorne so in diesem Bereich reingeschmissen. Auch eigentlich so eher hier vorne an der Kante entlang geworfen. Und da einfach nur mit der simplen Kartoffel. Das heißt, wenn man da einfach mal mit den Basics angeln will oder man ist gerade erst frisch in dem Levelbereich hier, dann kann man das natürlich auch gut machen. Ganz simpel hier rangehen mit der Kartoffel. Ich habe noch nichts getestet. Ich habe das jetzt zusammengebaut, hier das Setup anhand der Rekorde. Wie habe ich einen Spot gesucht oder ich suche ihn? Ich weiß nicht, ob das so ist. Anhand der Rekorde einfach mal geguckt. Alter, was ist denn in den Rekorden wöchentlich natürlich einstellen? Deutschland am besten einstellen. Was fällt denn hier auf? Gibt es hier irgendwo was? Und da ich gerade eh an der Achtuber war, ich war gerade ein bisschen schleppen, habe ich mir gedacht, guckst du einfach mal, was geht denn gerade an der Achtuber? Runtergescrollt, geguckt, Alter, hier alles voll Achtuber. Nanunana, habe ich mir gedacht, Wildkarpfen, Lübt, Heilboot, ja, je nachdem wo. In der Regel ist der Wildkarpfen aber immer so weit versteckt, irgendwo hinten in den Seitenarmen. Weiße Amur, habe ich mir gedacht. Na, da war ich doch erst vor kurzem. Und die sehen auch alle recht feist aus. Und die sind alle hier schön auf Graskuchen-Pellet und Frühlingskräuter. Ja, habe ich mir gedacht, Alter, so was Grünes kann ich doch auch. Dann habe ich mir das einfach mal geholt, rausgeballert. Nochmal geguckt, nochmal ein bisschen nach einer Futtermische gesucht. Und so sieht das Setup jetzt aus. Graskuchen-Pellet, Frühlingskräuter, das Ganze auf der klassischen Haarmontage zusammengetüttelt. Ja, grünes Leadcore, grünes Blei und ab dafür. 1-0er Haken, bewusst sehr groß gewählt. Es kann sein, dass ich dadurch jetzt natürlich ein bisschen Frequenz einbüße. Normalerweise würde ich erstmal mit dem 1er Haken dran gehen, nicht mit dem 1-0er. Ja, und ich teste es. Vielleicht lübt was und vielleicht ist es auch komplett Murks. Das wäre es natürlich, ne? Alles hier zusammengebastelt. Was habe ich ausgegeben? Na, mit den ganzen Ködern und ein bisschen Futtermische waren das jetzt rund 400 Silber. Ungefähr 400 Silber. Passt. Passt. Alles im Rahmen. Holt man auch bestimmt wieder rein. Schön mit der Zeit. Wenn denn hier was geht. Ja, und ich hoffe, da geht noch was rein. Ich bin sehr gespannt. Warten wir es mal ein bisschen ab.
Wie gesagt, absolut planlos, einfach hingehen, testen und hoffen. Und da zuppelt der erste Fisch. Das erste Gezuppel. Oha, 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 oha. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es ein Rotauge, das wär's doch. Oder eine olle Karausche. Oder ein Giebel hatte ich jetzt zuletzt auch gefangen hier mehrfach. Langes, leichtes Gezuppel. Habe ich die Bremsen alles richtig eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, müsste. Dickes Setup. Oha, so wie das schon bimmelt. Oder ein kleiner 2 Kilo weißer Amur, Alter. Oh boy. Ich bin echt gespannt, ey. Wie gesagt, so von den Rekorden her sah das alles ganz gut aus. Und sehr eindeutig. Das macht ja sowas dann aus, ne? Wenn man einen Fisch sieht und man geht dann rein und sieht alle Fische, alle dicken Brocken mit dem gleichen Köder gefangen. Ja, das ist natürlich dann die große Frage. Ich glaube, am besten, ich hätte vielleicht einfach mal einen anschreiben sollen von den Dudes, die da was gefangen haben. Das wäre es vielleicht noch eher gewesen, oder? Jetzt. Zack. Das ist aber so geil. Zack. Aber ist gar nicht so schwer. Geht nicht mal in die Bremse. Bremse ist nicht verändert. Müsste auf 15 oder 16 sein. Alter, was haben wir denn da? Nee. Alter, den Büffelfisch. Nee. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet, ey. Das ist ja nett. Auf dem 1-0er Haken. Bam. Hör mal. Da war doch ein Clip, oder? War das ein Clip? Das war doch ein Clip. Hatte ich den Clip eigentlich schon gesagt? Nee, ne? Clip? Selbstverständlich. Wenn mit Futtermische, PVA, wie auch immer, natürlich ein Clip. Na, 21 Meter Clip. Streiter. Auf die 4. Gerade runter. Und gut ist. Na, na gut. Erster Fisch. 4 Kilo Büffelfisch. Das ist wild. Hätte ich nicht mitgerechnet. Kann gerne noch mehr kommen. Und da geht's wieder los hier. Und da geht's wieder los. Na siehste. Auch da wieder ganz heftige Schläge. Zack, oh ja. Zack, und runter ist er. Und runter ist er. Aber auch der geht noch nicht richtig in die Bremse. Ah, doch, ein bisschen. Erstmal anschlagen. Und dann ziehen wir mal locker rein hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier geht. Und ob das überhaupt funktioniert richtig. Das ist ja mal echt das große Risiko, ne? Da hockst du hier 2 Stunden. Dann laufen da 2 Stunden die Videoaufnahmen. Oh, dann hast du auf einmal nichts dran an der Rute, Alter. Katastrophe, Alter. So, aber das sieht auch ganz gut aus hier, ey. Schön entspannt. Schön entspannt. Ich glaube, wir sind hier vom Gewicht mit der Bremse. Oh ja, doch. Schon ein bisschen hochgestellt, die Bremse. Aber passt sehr gut gerade. Passt sehr gut rein. Ja, für mich ist halt hier jetzt gerade alles fein eigentlich, ne? Also alles, was jetzt hier reingeht und ein bisschen Gewicht hat. Pff, perfekt. Amur, Marmor, Silberkarpfen wäre geil. Nochmal einen höher gehen. Aber auch nicht so ganz stressen, den Fisch. Da. Da kommt er an. Alter, ein Silberkarpfen. Ich sehe jetzt schon. Einen Silberkarpfen, Alter, wie geil. Alter, das ist ja geil. Das ist richtig sexy, ne?
Silberkarpfen, Alter. Ha! Alter, guck dir das geile Ding an. Ist das sexy oder was? Wie das so schillert und schimmert. Mega! Voll gut, ey. Voll gut. Schön. Alter, ewig nicht gefangen. 20 Kilo Silber, ey. Der bringt bestimmt gut Silber. Nice. Da lohnt sich dann aber auch das Warten und die etwas geringere Frequenz, ey. Hm, mehr davon. Na, ist es denn, ey. Da bastel ich hier gerade mal das eine Set hier um. Um einfach mal in dem gleichen Bereich... Zack. Um einfach mal in dem gleichen Bereich das Kohlblatt reinzuschmeißen, wo hier die Futtermische ist. Da ballert hier der nächste rein. In der Nacht. Ja, was man jetzt schon mal sagen kann, ist, dass die Frequenz nicht gewaltig ist, ne? Weißer Amur. Also eine Frequenz ist bisher nicht da. Hoppala. Das kann man schon mal bis jetzt knicken. Die Frage ist, wie lübt das gleich auf dem Kohlblatt? Wie gesagt, vor ein paar Tagen mit der Kartoffel hier, da war das sehr gut sogar. War ich sehr zufrieden. Vor allem mit den Amuren. Guck dir das mal an hier. Im 10-Minuten-Takt, ey. Mit den Amuren, gerade auch so diese Gewichtsklasse. 6, 7, 8, 10 Kilo. Das ging ganz gut. Auf Kartoffel allerdings. Und jetzt ist ja die Area hier mit dem PVA komplett zusammengemixt und verseucht. Auf 21 Meter ja hier geklippt. Das heißt, jetzt habe ich hier auch die... Ah, guck mal hier. Gerade eben das Kohlblatt da reingeschmissen, auch auf 21 Meter. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, was da jetzt dann reingeht. Zack. Na gut. Aber auch eher was Kleines. Nochmal ein kleiner Silberkarpfen, Alter. Die sehen aus, ey. Die sehen aus. Wie verkehrt rum, ey. Mega. Schön. Vielleicht könnte ich auch Alge reinwerfen oder so. Silberkarpfen ist immer schön auf Grün zu fangen. So, apropos PVA. Futtermische und so, ne? Gucken wir nochmal eben rein hier. So, was haben wir denn? 8 Tuber Grün. Bam. Da ist es. Rapssamen reingeknallt. Ich hab gehadert zwischen Rapssamen und zwischen Hanfsamen. Das wäre eine Möglichkeit. Kürbissamen ist grün. Ja, Leinsamen nochmal mit rein als hochwertige Ergänzung. Und dann gibt es ja so Presskuchenfieder in diese Pellets vom Graspresskuchen oder Gras in 6er und 8er. Und das Ganze natürlich wieder schön eingeschlonzt mit Grasaroma. Ab in den Büttel gestopft, ins Verhüterle und dann raus damit. Ja, so sieht das aus. Und ja, wie gesagt, von den Fischen her gut. Von der Frequenz her noch nicht gut. Ich warte jetzt nochmal so schön die Morgenstunden ab. Oder ohaha, oha, oha. Vielleicht mache ich auch nur eine Route mit den Boilies und dem PVA. Und die beiden anderen mache ich entspannt auf die Schlaufenmontage, Inline-Montage. Und ziehe dann darüber einfach schön die Frequenz, ne? Ich meine, wenn die Fische so bleiben, Amur mit 6 Kilo, beziehungsweise Silberkarpfen, maßig. Solange alles maßig ist, lass kommen, ey. Und da geht er rein jetzt, oder? Ja. Ja, entspannt auch noch, ne? Entspannt. Gleich nochmal gucken. Ich glaube, hier hatte ich jetzt die Hakengröße auf dem 1er. Ja, auf dem 1er reduziert. Dementsprechend, oh,
So was Lüdes geht auch mit rein. Halten wir mal nochmal drin. Ich nehme nochmal jetzt hier die Kartoffel dran. Testen wir mal die Kartoffel. Wir können ja grüne Kartoffeln nehmen. Fällt vielleicht gar nicht auf, ey. So. Jetzt guck dir das mal an, Alter. Jetzt guck dir das an. Gerade erst rausgeballert. Und sofort geht das Gezuppel los. Tja, also wie vor ein paar Tagen auch schon. Wenn man Frequenz haben will, ran mit der Kartoffel wieder, ne? Unnormal. Das ist ja ein Ding. Jetzt bin ich natürlich echt gespannt. Mit diesem angefütterten Spot, ob das eine Auswirkung hat auf die dabei liegende Kartoffel im Wasser. Wäre nicht schlecht. Wenn sich das so verhält wie beim Angeln hier vorne, an der Kante hier vorne von den Seerosen, nur mit Kartoffel, dann würde ich sagen, dann braucht man auch kein PVA zusammenmixen. Dann kann man hier einfach schön die Kartoffel reinhalten und gut ist. Guck, jetzt zieht er hier so ein bisschen rüber. Zack. Und gleich kippt er um. Wusch. Geht auch nicht in die Bremse. Ja. Entspannt noch. Okay. Irgendwas Lüttes wieder. Wieder nur 2 Kilo Amur. Ist das PVA noch dran? Ich nehme es mal ab, das PVA jetzt hier auf dem Ding. So, 21 Meter ins Loch. Und weiter gucken. Ja, Wolski. Ja, was soll ich sagen? Wie gerade schon das Gleiche jetzt auch am Tag. Es ändert sich da nicht viel. Was ich jetzt nochmal mache, ist das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Nicht mehr so gezielt nur in das Loch reinballern nach vorne. Sondern ich werfe jetzt hier flach vorne ins Grüne. Werde auch hier jetzt die PVA mischen. Einfach mal hier vorne mehr ins Grüne werfen. Gar nicht so weit. So, oder so an die Kante. Ja, das ist auch nicht schlecht. An die Kante. Und auch hier nicht so weit. Keine 21 Meter. Ich meine, ein dicker, fetter Silberkarpfen mit 20 Kilo, das ist schon sehr, sehr geil. Da habe ich ja schon richtig Spaß dran gehabt. Und der ist auch jetzt hier so flach. So, jetzt haben wir hier vorne einen drin. Und dann haben wir da vorne noch einen drin. Und dann haben wir natürlich die Kartoffel nochmal drin. Als Frequenzroute sozusagen. Einfach nochmal ein bisschen testen. Ah, guck mal hier. Direkt hier vorne auf Boily. Gar nicht so weit geworfen, sondern direkt hier ins Grün rein. Das ist jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, das ist zwischen 10 und 12 Meter gewesen. Mehr war das nicht mal. Aber auch da die Kartoffel wieder, auch aktiv. Jawohl. Schön. Ja, das ist es einfach. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Wenn irgendetwas nicht klappt, natürlich erstmal auch eine Zeit lang durchziehen. Nicht irgendwie im Minutentakt ändern. Das kann man beim Spinning vielleicht machen, aber beim Karpfenangeln muss man auch mal eine Zeit lang aushalten. Zapp. Och, irgendwas Lüttes hier aber. Guck mal, nochmal kleiner mit 800. Aber es sind Silberkarpfen da, Leute. Es sind Silberkarpfen hier. Kannst du dir ja nicht ausdenken, ey. So. Und da haben wir nochmal ein schön hier dran. Auch nochmal ein schönes Beispiel dafür. Ach ja. Schön, dass eben auch die Kartoffel dicke Dinger rausziehen kann. Auch die Kartoffel ist halt nicht so schlecht. Ich werde es hier nochmal ein bisschen weiter angeln. Vielleicht geht da nochmal ein dicker, fetter Weißer rein. Weißer sag ich schon, silberner. Weißer Amur nehme ich auch mit, aber so ein Silberkarpfen nochmal in richtig fett wäre auch nicht schlecht. Gucken wir aber mal eben rein, was der so gebracht hat an Silber, der Silberkarpfen. Also, rein in den Fischmarkt. In Gänze jetzt 130 Tacken. Selbst für diese miese Frequenz, 130 Silber kann man halt mal machen. Je nachdem, was da halt noch reinballert. Und wenn wir hier nach Preisen gehen, 56 Tacken für so einen schönen
Silberkarpfen, das kann sich doch auch sehen lassen, durchaus nicht verkehrt, aber auch der Büffelfisch hier oben, 11, 11, 12, 19, guck mal hier, fast 20 Silber für so ein 10 Kilo weißer Amur, das lübt alles ganz gut. Zwei kleine unmaßige bisher nur dabei, wie gesagt, die Frequenz, meh, aber die Fische, edel. Kanal abonnieren, wir sehen uns wieder. Im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.